Hallöchen! Herzlich willkommen zu diesem dreiteiligen Videoprojekt zum Thema Selbstliebe. Ich habe 10 Personen 3 Fragen gestellt und du wirst jetzt in jedem Teil die Antworten auf eine Frage von diesen 10 Personen hören. Ja, und nun der dritte Teil der Videoreihe, des Videoprojektes und damit der Abschluss. Diesmal habe ich den Menschen die Frage gestellt, diesen 10 Menschen, was würdest du jemandem empfehlen, der gerne die Selbstliebe in seinem, in ihrem Leben mehr etablieren möchte? Ja, also was sind da so Tipps und Tricks, deine Erfahrungen, die du auf deinem Weg gelernt hast? Ja, lass dich überraschen von den Antworten. Wenn du die beiden ersten Teile noch nicht gesehen hast, dann schau dir die noch vorher an. In dem ersten Video erfährst du von jedem Einzelnen, was Selbstliebe für ihn oder sie ist. Und im zweiten Teil haben sie die Frage beantwortet, woran sie die Selbstliebe in ihrem Leben merken im Alltag. Ja, viel Freude beim Schauen und lass dich von den Antworten inspirieren und viel Freude dabei. Was ich jedem ans Herz legen möchte, ist, kleinere Schritte zu tun, weil sich selber zu lieben oder auch Liebe zu geben und zu empfangen, das ist ein lebenslanger Prozess. Und je mehr kleinere Schritte man macht, desto mehr kann man auch etwas bewegen und desto mehr liebt man sich und lernt sich auch so zu schätzen, als wenn man einen großen Schritt macht und dann so erschöpft davon ist, dass man dann wieder zurückfällt in die Selbstzweifel. Und das möchte ich euch gerne ans Herz legen. Macht kleinere Schritte und dann kommt ihr da auch zur Selbstliebe. Ja, eigentlich Akzeptanz, ja. Also sich so annehmen, wie man ist. Man hat halt bestimmte Eigenschaften, man ist mit bestimmten Eigenschaften geboren. Der eine hat glattes Haar, der andere hat welliges Haar. Und einfach so annehmen, ja. Also ich sehe oft Leute, die färben sich zum Beispiel die Haare. Ja. Sie haben vielleicht dunkles Haar und wollen aber blond sein. Das hat dann eigentlich nichts mit Selbstliebe zu tun. Ja, sie akzeptieren sich nicht so. Sie wollen eigentlich jemand anderes sein. Also sie verstellen sich eigentlich, sie Schauspielern oder nicht Schauspielern, aber sie versuchen, sich so zu verändern, wie es vielleicht jemand anders gerne hätte. Das hat dann eigentlich nichts mit Selbstliebe zu tun, nicht, auch nicht mit sich selber. Scheiße, jetzt kann ich nicht mehr. Auch nicht mit, mit Akzeptanz, dass man sich selber halt nicht akzeptiert und versucht, sich eben zu verändern. Und als Tipp einfach, sich so zu akzeptieren, wie man ist, dass man halt so geboren worden ist, sich nicht zu verändern, nicht zu verstellen, nicht irgendwie eben sich operieren oder Haare färben, solche Sachen. Das hat halt, da akzeptiert man sich irgendwie nicht. Also wenn ich jetzt was sage, dann denke ich ja, dann fühlt sich das so an, als würde ich es für alle wissen. Weiß ich gar nicht, aber ich glaube, es ist gut, einen Moment mal innezuhalten, wenn man sich gerade irgendwie komisch fühlt und nicht weiß, was los ist, und reinzuspüren und sich auf sich selbst mal zu konzentrieren. Und ich hab vor kurzem so einen schönen Artikel gelesen mit so einer guten Frage, die das ein bisschen aus einem anderen Winkel betrachtet, und zwar: Was würdest du einem guten Freund raten, der in der gleichen Situation ist wie du? Und dann, dann weiß man es eigentlich schon, glaube ich. Ja. Ich habe das, also aus meiner Erfahrung ist es so, dass es nicht so schnell vorwärts geht. Aber was hilft es auf jeden Fall in meinen Augen, wenn man zwischen Menschen ist, die einen nicht kritisieren? Also ich bin früher ziemlich viel kritisiert worden, auch innerhalb der Familie schon. Ist natürlich kein toller Start, aber es war so. Und wenn man also zwischen Leuten ist, also für mich war ein Aha-Erlebnis, dass ich mal einen Urlaub gemacht habe mit Leuten, die null kritisiert haben,
die nur gut drauf waren. Ja, wo ich mich einfach wohlfühlen konnte, wo kein Stress war. Und in so eine Umgebung reinzukommen, das halte ich für ziemlich optimal, würde ich mal sagen. Da kann man so richtig ausatmen, kann sich fallen lassen, muss nicht Versteck spielen, also von wegen Maske, Fassade und so. Kann man sein, wie man ist, und das, denke ich, ist heilsam. Ja. So. Also die entsprechend guten Leuten. Und dann fällt mir noch mehr dazu ein, sich selbst zu reflektieren halt und ernst zu nehmen, was andere sagen. Also wenn sie irgendwie, ich möchte nicht sagen kritisieren, aber wenn sie sich auf den Schlips getreten fühlen zum Beispiel, dass man das ernst nimmt und versucht, das zu reflektieren, an sich zu arbeiten. Und was immer hilft, ist alles, was das Selbstvertrauen erhöht. Die Selbstdisziplin finde ich ziemlich wichtig. Mentaltraining von mir aus, Gedächtnistraining, sowas. Also, dass man versucht, präsent zu sein im Augenblick, weil man sich dann auf sich konzentriert. Und wenn man sich auf sich konzentriert, dann sind so alle diese inneren Stimmen sozusagen, die einen versuchen zu kritisieren oder von was abzuhalten oder in Zweifel bringen, das ist dann alles weg. Zum Beispiel Lampenfieber. Ich glaube, Lampenfieber ist ein ganz gutes Beispiel, weil Leute, die Lampenfieber haben, wenn dann der Vorhang hochgeht und es geht darum zu handeln und die Kamera läuft sozusagen, dann sind die zwar am Anfang vielleicht noch ein bisschen unsicher, aber dann auf einmal konzentrieren sie sich auf sich selbst, weil sie wissen ja, was sie vorhaben und was sie sozusagen schauspielern wollen, wie auch immer, oder Theateraufführung oder singen oder was. In dem Moment, wo ich mich auf mich selbst konzentriere, ist alles andere weg. Das heißt ja eigentlich Konzentration, also auf mich selbst, auf das, was ich machen will. Und das wäre dann, das zu trainieren, wäre dann die nächste Idee. Nach dem Ausschau zu halten, was dir, wo du ein schönes Gefühl hast, ja, wo was sich für dich gut anfühlt, so wo kribbelt's im Bauch, wo was bewegt dein Herz, und diese Dinge zu tun, also darauf zu lauschen, was dein Herz gerne möchte, und all die Ängste und Widerstände, die dann da auftauchen, ehrlich anzuschauen und zu gucken, wie du dich unterstützen kannst, auf diesem Weg immer weiter zu gehen. Ja. Aber das Wichtigste finde ich wirklich so, zu wissen, was tut dir gut, was tut mir gut. Und diese Dinge dann zu machen. Und das können ganz kleine Sachen sein. Es können bewusstes Laufen sein, es kann bewusstes Essen sein oder sich auf den Atem zu konzentrieren. Zurzeit merke ich, dass es mir total gut tut, mein Herz zu spüren, wie es schlägt. Und das bringt mich total in den Moment. Und ich merke irgendwie, dass mich das zurzeit sehr bewegt. Menschen, die auf dem Weg der Selbstliebe sind, würde ich auf jeden Fall empfehlen, meinen Kanal zu abonnieren und auch den Selbstliebe 30-Tage-Kurs zu machen. Ich habe da echt alles reingesteckt an Wissen, was ich habe. Also ich habe damals angefangen wirklich mit dem Spiegel, dass du anfängst, zum Beispiel am Abend oder am Morgen, wenn du dir die Zähne putzt, dann siehst du dich im Spiegel. Und viele können sich gar nicht lange in den Spiegel anschauen. Und es ist der erste Impuls so, fang an, dich in den Spiegel anzuschauen. Ja, das zweite kann ich mir gut vorstellen ist, selber nett zu sich selbst zu sein einfach. Dass man sich zum Beispiel, wenn man was Gutes gemacht hat, dass man sich lobt, oder also wie jetzt, ich habe abgewaschen und dann kann man, wenn man möchte, zum Beispiel sagen, cool, ich habe jetzt abgewaschen, das freut mich oder so halt, ne? Das hört sich jetzt wahrscheinlich total doof an, aber ich glaube, das ist schon auch eine Art von Selbstliebe, sich selbst schätzen, selbst die Arbeit schätzen halt. Ja, also liebevoll mit sich selbst umgehen, liebevoll mit sich selbst sprechen. Vielleicht sich auch selbst in den Arm nehmen, das mache ich zum Beispiel auch total gerne. Einfach diese eigene Geborgenheit, sich selbst gönnen. Warum gönnt man sich das nicht? Warum muss man immer die anderen Leute umarmen? So, ne? Das könnte man auch machen, aber viele trauen sich halt nicht, das zu machen wahrscheinlich. Drei Tipps. Tipp Nummer 1. Alle gehen zu dir.
oder zu Menschen, die sich da mit diesem Thema besser auskennen, schon damit auseinandergesetzt haben, dann auf ihr Herz und ihr Gefühl zu spüren, ihr Verstand dann achten, ist es das Richtige dann für mich? Ist das die Selbstliebe, die ich suche? Ist das der Mensch, der mir da helfen kann? Mentor. Stichwort Mentor ist für mich ganz, ganz wichtig. Und zweitens, sich an die Arbeit machen. Zu wissen, um etwas zu erreichen, muss ich hart daran arbeiten. Und das ist auch bei der Selbstliebe, bei der Eigenverantwortung, was auch immer, wo die Baustellen sind. Und es ist ein Prozess. Anfangen, tun, analysieren, verbessern, dann wieder tun. Und eventuell am besten, wie gesagt, mit einem Mentor, mit einem Coach. Also was ich tatsächlich auch früher gemacht habe, das klingt total beknackt, aber sich nackt vor den Spiegel zu stellen. Manche Menschen können das auch nicht sofort nackt, die können auch erstmal angezogen bleiben, aber sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ich liebe dich oder ich bin gut so, wie ich bin. Und damit so anzufangen, sich das wirklich auch laut vorzusprechen und das zu sagen. Und dann vielleicht, wenn man anfangs noch angezogen ist, sich dann irgendwann auszuziehen, Schritt für Schritt, oder wer es kann auf einmal, und sich wirklich anzugucken und auch zu sagen, so, was finde ich schön an mir, und das auch zu benennen und zu denken, hey, ich habe voll die schönen Brüste, oder ich mag meine Beine. Und ich glaube einfach, dass man ja damit einen großen Schritt machen kann und nicht mehr diese ganzen komischen Fernsehsendungen guckt und Hochglanzmagazine, wo diese ganzen Menschen einfach nur so perfekt retuschiert sind und gefotoshoppt, was ja oftmals gar nicht der Realität entspricht. Und sich nicht vorzustellen, ich möchte aber genauso aussehen wie diese Frau auf diesem Foto, sondern einfach wirklich bei sich zu bleiben und sich so anzunehmen, wie man ist. Und auch wenn man einen Partner zum Beispiel hat oder eine Partnerin, und die einem das ja auch oft sagen, ich finde dich so schön, du bist so schön, und man glaubt das oftmals gar nicht, weil man denkt, nein, mir gefällt und das und das und das, aber nicht, das auch einfach so anzunehmen, weil der Partner das ja nun mal auch oft wirklich so empfindet, wie es gesagt wird. Ja. Was auch zum Beispiel toll ist, das würde ich gerne mal ausprobieren, ist zum Beispiel, wenn sich zwei Leute streiten oder so, dass man einfach hingeht und die Leute umarmt. Und da entsteht vielleicht auch sowas wie eine Art von Gefühl, dass man wieder ins Gefühl kommt, statt nur im Verstand zu sein. Selbstliebe ist auch für mich ein Gefühl, was man auslebt. So, Gefühle kann man nicht immer sprechen. Also eigentlich kann man Gefühle gar nicht sprechen, sondern man probiert es da irgendwie reinzupressen, aber es geht halt eigentlich nicht. Und man fühlt. Selbstliebe ist fühlen. Ja, das finde ich gut. Warte. Yeah. Ja. Danke. Danke dir, Chiara. Dankeschön. Das ist in der heutigen Zeit natürlich sehr schwer. Da gilt es einfach nur, mal in sich zu gehen und sowas wie meditieren auszuprobieren oder einfach nur mal still da sitzen und mit sich selber beschäftigen und die Außenwelt mal für einen kurzen Moment vergisst und einfach sich selber ein paar Fragen stellt und einfach mal ehrlich zu sich selber ist und auf sein Herz hört. Und wenn man das tut, das wird dir alle Antworten geben, die du brauchst. Was sind das für Fragen, die man sich stellen sollte? Zum Beispiel, mache ich richtig das, was ich mache? Tut das, was ich mache, jemand anderen weh? Beeinflusst es jemanden oder schade ich jemanden damit, zum Beispiel? Und ich sage immer, also, wenn man allgemein mit seinem Herzen denkt, dann, oder sein Herz öffnet, dann öffnet man auch seine Augen. Das passiert automatisch. Man muss einfach nur diese Stimme oder diese Gedanken aus seinem Herzen einfach mal anhören und zulassen und mal darüber nachdenken. Und alles andere kommt von alleine eigentlich. Ja, wenn dich selber das Thema Selbstliebe sehr bewegt, dann habe ich noch zwei wichtige Informationen für dich.
Und zwar habe ich 2 Videokurse gemacht. Und zwar einmal eine kostenlose Schnupperversion zum Thema Selbstliebe. Und wenn du richtig einsteigen möchtest, dann gibt es den 30-Tage-Intensivkurs, wo du jeden Tag einen Impuls bekommst zu einem Thema, was mit der Selbstliebe zu tun hat, und auch jeden Tag eine Übung mitbekommst, weil nur wenn du die Selbstliebe praktisch anwendest und übst, wird sie immer mehr werden in deinem Leben. Ja, und die Informationen zu diesen beiden Kursen findest du unten in der Infobox. Vielleicht schaust du mal rein und guckst, ob das was für dich ist. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen, und wünsche dir alles, alles Liebe. Ciao!